Okay, und was ich als Bonus versprochen habe, also ich versuche das ganz schnell aufzuzählen. Also heute kam bei uns in der Gruppe diese Frage, Kalkulation. Was würde mir es kosten, eine ausländische Frau zu finden? Also als ich diese Liste aufgeschrieben habe, ich habe wirklich innerlich geweint, weil, also ehrlich gesagt, die Agenturkosten, das ist nichts im Vergleich, was auf sie dann später zukommt. Also Agenturkosten sind gering. Und es gibt verschiedene Programme und ich biete immer irgendwas an, zum Beispiel so wie mit diesem Bootcamp, wo man 30 Damen, also eigentlich 10 Euro pro Adresse bekommt. Also eigentlich, das ist nichts. Also ich mache ständig irgendwelche Angebote, deswegen Agenturkosten, das ist gering im Vergleich, was weiter passiert. Also Sie können wirklich, wenn Sie wollen, ich kann Ihnen diese Liste auch in der Gruppe schicken, dann können Sie wirklich vielleicht Ihre Zahlen hinzufügen, weil ich kenne nicht, wie hoch Ihre Ansprüche sind und wie viel Geld geben Sie normalerweise aus, wenn Sie essen gehen und wenn Sie verreisen. Sie können so Ihre Zahlen hinzufügen. Ich kann gerne meine Liste zu Ihnen schicken. Also, wir teilen es in Phasen. Also zuerst Kennenlernphase. Sie fliegen zu der Dame, sie laden die Dame ein, sie machen Urlaub irgendwo zusammen. Das bedeutet Flüge, Hotels, Urlaube. Das zu kalkulieren ist nicht möglich. Vielleicht wird die erste Frau die richtige, sie laden die ein und das wird die große Liebe auf den ersten Blick. Und dann verreisen sie nur mit dieser Dame oder sie besuchen nur diese Dame oder die Dame kommt zu ihnen, dann können sie sich Hotelkosten ersparen, sie zahlen nur für den Flug. Und die Flüge sind, ja, im Moment kosten nicht viel. Die Flugzeuge fliegen zwar nicht, aber auch die Flüge kosten nicht so viel wie zum Beispiel vor einem Jahr. Wenn nicht die erste Dame die richtige ist, dann wächst natürlich ihr Konsum, sagen wir Konsum, die Ausgaben für diese Kennenlernphase, weil das bedeutet, sie fliegen zu der zweiten Dame oder zu der dritten oder die zweite Dame werden sie nach Deutschland einladen oder die dritte Dame werden sie nach Deutschland einladen. Die Flüge kosten zwischen, ja, also Ukraine ist natürlich etwas billiger. Aber zwischen 150 und 300 € kostet ein Flug. Also Sie können ein bisschen abrechnen, was kostet es, wenn die Dame zu Ihnen kommt. Natürlich, ich weiß nicht, in welche Restaurants Sie gehen, in welche Museen Sie gehen, ob Sie zu Hause hocken oder ob Sie mit der Dame, falls sie nach Deutschland kommt, etwas unternehmen. Also Sie können Ihre normale Tätigkeiten, Ihre normale Ausgaben für Ausgehen hinzufügen zu meiner Liste. Dann treffen Sie die Entscheidung. Sie treffen die Entscheidung, die Dame ist die richtige und Sie möchten, dass die Dame bei Ihnen untergebracht wird. Dann kommt natürlich Übersetzungen, aber das ist nicht viel. Dann irgendwelche Gebühren für Eheschließung und ja, ist auch nicht viel. Ich weiß nicht, insgesamt vielleicht 200, 300 €. Dann kommt, wenn alles geregelt ist, dann Aufenthaltsgenehmigung. Das kostet auch nicht die Welt, 100 €, wenn ich mich nicht irre. Also wirklich kein großes Geld. Und dann bleibt die Dame bei Ihnen. Und also die Hochzeit kann ich auch nicht anrechnen, weil ich habe keine Ahnung, wie viele Gäste kommen. Wird das eine deutsche Hochzeit? Wird das eine typische russische Hochzeit? Also wirklich mit Wahnsinn und mit Singen und mit geschlagenen Gesichtern. Ich weiß nicht. Also das ist schon Ihre Kalkulation, Liste. Und was weiterkommt, also wenn Sie mit der Dame schon zusammen wohnen, Sprachschule. Also ich weiß nicht, also je nachdem, wie intensiv die Dame Sprache lernt. Vor einigen Jahren habe ich für meine Mutter hier in der Sprachschule etwa 100 € pro Woche bezahlt. Das war Intensivkurs, 20 Stunden pro Woche, also ungefähr 100 € pro Woche. Aber nicht vergessen, wenn Sie Deutsch sind, also nicht Österreich und der Schweiz, dann bekommen Sie Vorschuss von dem Staat für Sprache lernen. Ich habe vergessen, wie das heißt, aber die Ehefrauen von den deutschen Stadtbürgern bekommen diesen Sprachkurs wirklich mit großem Nachlass. Also es kostet viel weniger als 100 € pro Woche. Also vielleicht Euro irgendwas pro Stunde.
Also dann, also Sprachschule können Sie ja selber rechnen. Entweder zahlen Sie komplett selber oder Sie bekommen diesen Vorschuss von dem Staat. Führerschein, falls notwendig ist. Natürlich, wenn Sie in einer Großstadt wohnen, da braucht man Führerschein vielleicht nicht unbedingt, aber in einem Dorf, da braucht man, weil sonst kommt man nirgendwo hin. Ein halbes Jahr darf die Frau hier mit ihrem russischen Führerschein auch normal fahren. In einem halben Jahr muss sie dann die Prüfung bestehen und dann den deutschen Führerschein bekommen. Ihre Lebenskosten. Die Zahlen kenne ich auch nicht, aber das bedeutet Essen für zwei, Strom für zwei, Krankenversicherungen, ich weiß, Lebensversicherungen, ob sie gesetzliche Krankenversicherung haben oder ob eine private, das weiß ich nicht. Ihre Zahlen kennen sie selber. Dann gemeinsame Urlaube, dann Kleidung, dann Kosmetikerin, dann Friseurin. Ja, so einmal pro Monat Kosmetikerin, einmal pro Monat Friseurin. Ja, also wo Sie Urlaub machen, in welchen Hotels, in welchem, auf welchem Camping, das kenne ich leider nicht. Wenn die Dame arbeiten möchte, dann kommt natürlich bestimmte Zeit für die Umschulung oder vielleicht bestimmte Ausgaben für die Umschulung, wenn das eine Privatuni ist oder wenn die Arbeitsamt das nicht übernimmt, die Kosten für die Umschulung. Also das können Sie vielleicht anrechnen, aber das je nachdem, welchen Beruf die Frau ausübt, welchen nicht. Es könnte sein, dass die Frau vielleicht online irgendwas machen kann, vielleicht kann sie Englisch beibringen, vielleicht kann sie irgendwas anders unterrichten, vielleicht kann sie auch Deutsch unterrichten oder Russisch für Ausländer oder irgendwelche andere Kurse oder vielleicht Astrologie, ich habe keine Ahnung. Heutzutage viele Menschen verdienen online und dafür braucht man nicht in dem Land zu wohnen. Man kann überall auf der Welt sein. Zum Beispiel wie ich. Also ich kann auch rein theoretisch in China sitzen und meine Webinare durchführen und mit Ihnen über WhatsApp kommunizieren. Und also wo ich wohne, ist nicht relevant. Hauptsache ist, dass ich mein Netzwerk kontrolliere und meine Dienstleistungen anbiete und dass ich erreichbar bin. Also wo ich bin, spielt keine Rolle. Ich kann wirklich überall auf der Welt wohnen. Genauso kann es mit den Damen sein. Vielleicht brauchen sie keine Umschulung. Vielleicht haben sie einen Beruf, dass sie, so wie ich, überall auf der Welt arbeiten können. Wenn die Dame oder wenn sie beide nicht wollen, dass die Dame arbeiten geht, das ist eine gemeinsame Entscheidung, ob die Dame arbeiten geht, ob sie zu Hause bleibt, ob die Kinder in die Welt gebracht werden, auf die Welt gebracht werden. Das ist natürlich eine gemeinsame Entscheidung, das ist eine von den Schlüsselwerten. Ich kann mit Ihnen gerne noch darüber sprechen, ein anderes Mal. Aber es könnte sein, dass Sie gemeinsame Entscheidungen treffen, die Dame geht nicht arbeiten. Dann müssen Sie wirklich für zwei Personen verdienen. Das bedeutet von Ihren, also ungefähr was Sie jetzt verdienen, was Sie jetzt ausgeben. Was Sie jetzt ausgeben, außer natürlich so Miete und also diese Kosten. Sie müssen das Doppelte bereit sein zu zahlen für die zweite Person im Haushalt. Vielleicht ein bisschen mehr für Kosmetikerin, Friseurin und ja. Aber natürlich je nachdem, wie oft sie ausgehen, wie oft sie ins Kino gehen, wie oft sie Sport machen, wie oft sie Urlaub machen. Also machen sie das doppelte Preise. Ja, also das ist, ja, also kalkulieren ist einfach. Wenn Sie wollen, also wie gesagt, wenn Sie wollen, ich kann Ihnen diese Liste mit mit Ausgaben, die Ausgabeliste, ich kann Ihnen ganz gerne in die Gruppe posten, dann können Sie vielleicht das für sich selber Gedanken machen und Ihre Zahlen dazu schreiben und dann können Sie Ihre Ausgaben kalkulieren, weil einer geht zu McDonald's essen und der andere geht einmal pro Woche zu 5-Sterne-Restaurant. Also deswegen, ich kann das nicht kalkulieren, weil die Ausgaben, das ist Ihre Erwartungen, Ihr Niveau von dem Luxus. Marco schreibt, wie im Chat geschrieben, eine zweijährige Beziehung mit einer Russin, ca. 12.000, 14.000 Euro ausgegeben. Aber es war eine schöne Zeit und ich bin froh, das Geld
hierfür ausgeben zu haben. Also Markus, ich habe gesagt, also jeder hat unterschiedliche Ansprüche. Also ich habe von einem Herrn gehört, da hat die Frau 25.000 Euro verlangt, damit sie mit ihm bleibt. Und zum Glück hat er ihr das Geld nicht gegeben, weil sonst es wäre natürlich absolut gekaufte Liebe. Sprachschule kostet für eine Ehefrau nichts. Rainer Pirschet, Lebensunterhalt finde ich grausam lächerlich. Rainer, also ich hatte gestern eine Nachricht bekommen. Also für diejenigen, die noch nicht bei der Online-Single-Dating-Partys waren, die Konditionen sind folgendes. Die Männer nehmen kostenlos teil. Und wenn Interessen gegenseitig sind, zum Beispiel die Frau hat diesen Mann Interesse angefunden und der Mann hat diese Frau auch gemocht, dann zahlt der Mann 49 Euro pro Kontakt. Das bedeutet, er war bei der Party, ich habe alles organisiert, ich habe übersetzt, ich habe bespaßt, ich habe meine Geschichten erzählt, er hat die Frau gefunden, die Frau hat ihn auch gemocht und das kostet nur 49 Euro, also wirklich nichts. Also wirklich absolut nichts. Also Normalpreis in meiner Agentur für Kontakt, einfach für Kontakt, 119. Und dann hat der Mann keine Ahnung, wie die Frau so ist und ob sie ihn wirklich in Person über das Video mag. Aber bei der Online-Single-Dating-Party, die haben einander gesehen, ein bisschen beschnuppert und er zahlt nur 49 Euro. Ich habe von einem Herrn heute bekommen, er hatte mal vor 2 oder 3 Wochen, er hat geschrieben, Xenia, ich finde es widerlich, dass du das Geld für die Liebe verlangst. Wir machen es so, du gibst mir Kontakt von der Dame, wir schreiben, wir schauen, ob wir zusammenfinden und wenn wir uns treffen, dann teilen wir den Preis für Kontakt. Also ich habe wirklich so gesessen, also wir sprechen davon, dass man eine Ausländerin nimmt und dass man wirklich versteht, dass es auch finanzielle Verantwortung und ich muss wegen 49 Euro mit jemandem diskutieren, das mache ich nicht. Also das ist nicht meine Zeit wert. Ich habe gesagt, ja, vielen Dank, ganz nett, vielen Dank für Ihr Verständnis. Aber es gibt wirklich viele Menschen, die meinen, also ich, wieso muss ich zahlen? Die Frau kann doch selber für alles zahlen. Also eine Ausländerin mit geringen Deutschkenntnissen kommt nach Deutschland und muss sofort das Geld verdienen und muss selber ihre Unabhängigkeit behalten. Aber wie funktioniert das, Jungs? Das funktioniert gar nicht. Also eine Ausländerin ist eine Ausländerin. Sebastian Pischer, ja, schreibt ja gerne in die Gruppe posten. Mache ich. Also die Liste schicke ich. Also das ist natürlich so. Also, aber ich werde die Liste nicht korrigieren, weil ich habe das wirklich so nebenbei geschrieben für mich. Ich weiß, dass ich ab und zu grammatikalisch absolut falsch schreibe und sage, aber ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Welche Frauen sind dann bei der Single Party dabei? Kann das vorher bekannt gegeben werden? Nein. Wenn ich das mache, dann muss ich von Ihnen, von jedem 100 Euro Vorkasse kassieren, damit ich wirklich das vorbereite, dass die Frauen im Voraus wissen, dass die Männer im Voraus wissen. Also, nee, das ist mir nicht möglich. Also, das ist der Überraschung. Ich schaue nur bei den Online-Partys, dass so altermäßig alles gerecht ist. Und wenn der Mann zum Beispiel zu jung ist für diese Gruppe, dann schlage ich vor, dass er vielleicht nächstes Mal geht. Aber wenn ich sehe, alle sind im Grundbereich vom Alter und von Erwartungen, dann sage ich natürlich das nicht. Also heute sollte ich die Party absagen, weil die Männer zu passiv waren. Es, also 15 Damen wollten zu der Party, aber die Männer haben das nicht irgendwie reagiert. Und ich war auch hysterisch. Ich habe gesagt, dann storniere ich die Party. Die Party findet nicht statt. Nee, so war es natürlich nicht. Okay, also haben Sie noch die Fragen zum Thema Wohnsituation oder zum Thema Kalkulation? Also wie gesagt, ich schicke jetzt diese Kalkulationliste in die Gruppe, dann können Sie Ihre Zahlen hinzufügen und sonst sehen wir uns sonst morgen um 9 Uhr.